Aufsteiger-Duell kurz vor Weihnachten Unterhaching gegen Münster. Die heimstarken Hachinger gegen die formstarken Münsteraner. Vor dem Spiel zwei Ehrungen. Einerseits für die Promotion von Josef Welzmüller und U17-Weltmeister Konstantin Heide wurde auch geehrt von Präsident Manni Schwabel. Rein ins Spiel mit Münster in grün-schwarz und dem perfekten Start in der 8. Minute. Das ist Yassin Bouchama. 1:0 Münster und das äußerst sehenswert. Toller Angriff eingeleitet über Böckle. Kereva überlässt dann Bouchama und das war absolut die richtige Entscheidung, nichts zu machen für Vollert. Ein tolles Tor zur frühen Führung für die Gäste. Und die hätten kurz darauf auf 2:0 erhöhen können. Grodowski mit Tempo, mit Pech. Am Ende hat Vollert den Ball. Super von Grodowski, wie er seine Geschwindigkeit hier ausspielt gegen Stiefler. Jagt den Ball an den Pfosten, der Abpraller landet am Rücken von Vollert, bevor er ihn dann sichern kann. Wiederum nur wenig später, dann aber auch mal was von Haching. Über Maschigo kommt der Ball ins Zentrum. Da zunächst Weidner abgeblockt, aber Skalatsidis schaltet schnell und markiert das 1:1. 11. Minute, nur etwas mehr als 3 Minuten nach dem Rückstand. Haching also nicht um eine Antwort verlegen. 4-mal in Folge zu Hause ungeschlagen. Nur eine einzige Heimniederlage und hier also die schnelle Antwort auf den frühen Rückstand. Skalatsidis mit Saisontor Nummer 2. Zur Pause 1:1. Das Spiel, das danach etwas abflachte und durchaus gerechterweise unentschieden stand nach 45 Minuten, nahm aber in der zweiten Halbzeit so richtig an Fahrt auf. Los ging 47. Minute. Dieser Rückpass von Weidner in die Füße von Badmarz, aber Schifferl ist da und rettet für seinen schon geschlagenen Torhüter Vollert im 5-Meter-Raum gegen Münsters Top-Torjäger. Super Aktion von Schifferl. Aber Münster mit Vorteilen gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit. Immer wieder starke Angriffe und Top-Möglichkeiten. Grodowski bedient Badmarz und wieder Schifferl im 5-Meter-Raum. Das ist keine Wiederholung, sondern eine neue Szene. Aber Resultat dasselbe. Wieder rettet Schifferl kurz vor der Torlinie. Wiederum wenig später, dann aber Schifferl diesmal mit nicht so gutem Ende für sich. Handspiel wird hier gepfiffen von Schiedsrichterin Hussein. Er bekommt den Schuss von Bouchama aus kürzester Distanz an den Arm. Arm angelegt. Er dreht sich auch noch mal weg im letzten Moment. Äußerst schwer aufzulösen. Elfmeter in jedem Fall für Münster. Und den verwandelt Joel Grodowski zur erneuten Führung. Sein 7. Saisontor. Die Führung in jedem Fall verdient. Denn Münster mit einem deutlichen Chancenplus und mit klar mehr vom Spiel. Und auch danach Münster immer noch nicht satt, immer wieder mit guten Vorstößen. Grodowski kocht hier Stiefler ab, hält den Ball, dann ist Vollert im Weg. Badmarz und erneut Schifferl. Schifferl 3, Badmarz 0. Das kleine persönliche Duell zwischen diesen beiden ist, wurde spielbestimmend in dieser Phase der Partie. Somit weiter nur 2:1 für Münster und kurz darauf Ecke für die Spielvereinigung Unterhaching. 67. Minute und plötzlich der Ball im Tor, der Ausgleich für die Gastgeber. Manuel Stiefler ist der Torschütze nach einer Ecke von Skalatsidis. Schenk und seine Verteidigung sehen hier nicht gut aus, unterschätzen den Ball irgendwie, segeln alle dran vorbei und so klatscht das Ding an die Brust von Stiefler und von da ins Tor. Und nur 60 Sekunden später Münster plötzlich von der Rolle. Schenk hier attackiert, spielt diesen schwierigen Pass auf Kulis. Der kommt nicht dran. Haching dazwischen und das Spiel gedreht. Aaron Keller, der junge Schweizer mit seinem 2. Saisontor, profitiert hier vom Fehler von Münster im Spielaufbau. Hopsch aggressiv, Skalatsidis uneigennützig. Und Keller dann ohne Probleme. 3:2 unter Haching. Anhand des Spielverlaufs eigentlich nicht zu erklären, aber Münster plötzlich im Rückstand. Schlussphase, nochmal Haching, Schuss aus der Distanz. Fetsch kann alles klar machen, aber Böckle ist da und rettet nur die Rettungstat. Sie sollte am Ende nichts mehr aufwiegen. Münster wirft das Spiel weg und Haching fährt einen äußerst glücklichen Heimsieg ein.
Ich glaube, dass wir heute deutlich viel besser hätten spielen können, als wir es getan haben. Münster war uns in vielen Belangen überlegen. Ich würde es eher als glücklichen Sieg heute einstufen, aber zeigt auch, dass die Mannschaft immer zurückkommen kann. Mit dem Doppelschlag dann sicherlich glücklich. Raphael Schiffball, René Vollert heute, wenn wir die nicht gehabt hätten, glaube ich, hätte es öfter gescheppert. Wenn ich ehrlich bin, bin ich total fassungslos. Wenn man so ein Spiel verlieren kann, wo du so viele Tormöglichkeiten hast. Also ich glaube, dass mehr kannst du gar nicht haben, wie du heute hattest. Und dass du das Spiel dann als Verlierer vom Platz gehst, ist schon hart. Muss ich ehrlich sagen, ich bin auch noch so ein bisschen angefasst gerade, weil mich das echt ziemlich trefft gerade, ja. Irrer Spielverlauf. Am Ende jubelt unser Haching, die auch im dritten Duell gegen einen Mitaufsteiger am Ende mit 3:2 gewinnen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.